Ladies and Gentlemen, was geht? Und herzlich willkommen zu meinen Reactions zum WWE SummerSlam 2021. Wie immer die Ansage, dass halt eben das Video von der Show höchstwahrscheinlich nur stark geblurrt zu sehen sein wird. Das liegt daran, dass das Video ansonsten von der WWE einfach runtergenommen wird. Denn ja, man kann es so schneiden, wie ich es auch beim Star Wars Kanal, den ich auch habe, bei Reactions mache. Man kann es so schneiden, dass es nicht direkt erkannt wird. Aber bei der WWE wird da scheinbar irgendwie nochmal drüber geguckt. Das heißt, früher oder später ist dann nach einem Tag weg. Und deswegen, um nicht dauernd den Stress zu haben, es dauernd umschneiden zu müssen und so, kommt es halt von Anfang an geblurrt. Das tut mir leid, aber anders ist es inzwischen leider nicht mehr möglich. Ja, das dazu und dann zum SummerSlam. Ich bin auf jeden Fall mehr drin als vor den letzten Pay-Per-Views, was so das Verfolgen der Shows angeht. Auch wenn ich es nicht geschafft habe, jede Show zu gucken. Aber da gibt es ja zum Glück das 2-Minuten-Format von Spotfight und da kann man es dann ein bisschen auf den aktuellsten Stand immer bringen, wenn man nicht viel Zeit hat. Ich konnte sogar die letzten beiden Shows gar nicht gucken, weil ich tatsächlich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass der schon am Samstag ist, der SummerSlam. Und da habe ich es nicht mehr geschafft, die nachzuholen. Aber scheiß drauf und denke mal, bevor es hier losgeht, müssen wir auch natürlich über den Elefanten im Raum sprechen. CM fucking Punk ist zurück bei AEW und ich glaube, damit bin ich quasi gezwungen, jetzt auch mal mit AEW anzufangen. Ich habe die ersten ein, zwei Shows, die kamen, als AEW 2019 gestartet ist, mit den Weeklies geguckt, aber so nebenbei und dann halt einfach nicht weitergemacht, aber jetzt habe ich keine andere Wahl und egal, was die WWE hier heute macht, das wird ganz bestimmt nicht an den Punk-Moment rankommen, aber sie können es gerne versuchen, ist für unsere Unterhaltung mit bisschen WrestleMania-Feeling hier und ich würde mal sagen, die Anmoderation war jetzt mal wieder ellenlang und wir legen jetzt mal los mit den Reactions. Ich habe übrigens das mit dem Punk auf jeden Fall auch live geguckt, so, weil es war zu 1000% klar, halt, dass er zurückkommt. Nach all den, was heißt zurückkommt, dass er debütiert bei AEW, aber zurück zum Wrestling kommt. Aber ich habe da keine Reaction zu aufgenommen tatsächlich. Ja, aber war ganz schön surreal. Kann man auf jeden Fall so sagen. Und war auch eine sehr geile Promo, die er da gehalten hat. Die wir hier dabei schön begraben. Und jetzt werden RK-Bro hoffentlich die Titel holen. So, die WWE muss jetzt auch mal abliefern, weil, ne, AEW hat das Größtmögliche gemacht, was sie machen könnten, was Aufmerksamkeit angeht. Da können jetzt in dieser Show The Rock, Hogan und Stone Cold kommen und Punk wäre trotzdem größer. Ich habe trotzdem aber richtig Bock. So, Leute, dann würde ich mal sagen, gönnen wir uns jetzt hier wie RK-Bro neue Champions werden. Ich bin mal gespannt auf das WWE 2K22-Footage, was wir bekommen. Holen werde ich es mir so oder so nicht, aber trotzdem bin ich mal gespannt, ob jetzt die 2 Jahre Entwicklungszeit da mal was gebracht haben. Sofern man das von dem Trailer überhaupt aus bewerten kann, weil letztendlich kommt es aufs Spiel an. So, egal wie geil ein Trailer ist, das Spiel kann trotzdem noch verbuggt as fuck sein, wie das letzte. Und ja, deswegen abwarten. Oh, nice. Ah, eine meiner Lieblingsaktionen von ihm. Immer wieder. Hä, was für Buddy Slam? Das war doch eher ein Power Slam. Ein Kommentator meinte gerade Buddy Slam. Oh, Omar ist der Spielverderber. Junge, Riddle ist auch dezent übermotiviert. Okay, der küsst jetzt ein bisschen den Apron mit seinem Rücken. Traumhaft. Lol, oh mein Gott, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. So, jetzt soll der phänomenale Vorarm kommen. Wird sie in den RKO gekontert, ist die Frage. Boom, Junge, RKO. Aber das war's halt safe nicht. Ich hab nichts gesagt. Ich hab absolut nichts gesagt. Nice. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass davon irgendwo Omas kommt und AJ rauszieht oder so. Aber okay, okay. Nehme ich. Absolut. Junge, das sind doch mal geile Tag Team Champions. Ich hoffe, die Regentschaft geht ein bisschen. Weil das Team hat Potenzial, was die Unterhaltung angeht. Bianca Belair gegen Sasha Banks wird heute nicht stattfinden. Weil er was mit Sasha Banks ist. Oh, 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 oh. Jetzt haut sie einfach die Puppe. Das wird sie noch bereuen, die gute Eva Marie. Ich dachte kurz, jetzt wäre es so random vorbei. Sie guckt viel zu lange zum Referee. Jetzt wird das Match vorbei sein. Ja, das Match war halt, ne? Ist gerade geschehen. Und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wohin wollen sie eigentlich mit Alexa Bliss? Und ihrem Gimmick? So, was ist das Ziel?
Ich meine, was mit Eva Marie und hier der anderen da passiert, ist mir auch relativ egal. Also ja, mehr als existiert hat das hier nicht. Okay, Damian Priest gegen Sheamus. Ich gehe hier mal mit einem Titelwechsel. Aber mal gucken, ob das auch passiert, weil wir hatten ja schon einen. Aber ich glaube, gerade bei den World Titles wird es keine Veränderung geben. Gerade mit der Klausel wird, glaube ich, weder Cena Reigns besiegen und Lashley wird sich, glaube ich, auch nicht mit eigentlich den Goldberg verlieren, weil dann hätten wir schon wieder Goldberg als Champion und das war halt schon vor 5 Jahren nicht geil. Okay, scheinbar kann Sasha Banks nicht antreten, aber Becky Lynch ist anwesend. Plant die WWE hier vielleicht etwas? Um wenigstens so ein kleines Echo vielleicht zu CM Punk zu holen? Ich meine, irgendwie muss ich ja sagen, finde ich ja schon echt traurig, dass wenn man in die Crowd guckt, jeder sein Handy in der Hand hat und das sieht halt einfach scheiße aus, aber ich weiß genau, ich wäre genau so einer, der das auch tun würde. Zu 1000%, deswegen beschwere ich mich da gar nicht mal drüber. Oh, Alter, let's go. Nice. Also ja, ich sag Titelwechsel, ganz klar. Oh! Okay, das war nicht so ein richtiger Bro-Kick, sondern eher so ein Bro-Knee-Kick. Was rede ich hier? Halt voll mit dem Knie getroffen. So, Titelwechsel, Ladies and Gentlemen. Nice. Ich habe zwar kaum was von Damian Priest gesehen bisher in meinem Leben. Und ich glaube, der ist schon ein bisschen länger dabei. Im Main Roster zumindest, schätze ich mal. Aber in dem Match hat er mir durchaus gefallen, aber vor allem bin ich auch nach dem Match 1 müde. Deswegen mal gucken, wie sich das entwickelt. Kann auch sein, dass ich nicht alles gucke jetzt hier live, sondern auch irgendwie was erst am Tag danach. Es ergibt keinen Sinn, dass ich müde bin. Ich habe bis 14 Uhr geschlafen, aber es ist so. Oha, da kommt es. 2K. Yay. Also die Entrance-Animationen waren schon mal ganz nice, aber oh, März 2022. Krass, gar nicht im November wie sonst immer. Also fast 2,5 Jahre nach dem letzten Spiel. März 2022, ich weiß nicht, das kommt dann so kurz vor WrestleMania. Ich hoffe mal, dass es da nicht so schon outdated irgendwie. Das dürfte eine Neuigkeit sein, weil ich glaube, damit hat jetzt keiner gerechnet. Naja, mir egal, wie gesagt, ich würde es mir eh nicht. Überzeugt hat mich das jetzt nicht groß, was wir hier gerade gesehen haben, aber mal sehen, wie es wird. Um Gottes Willen, die Usos gegen Rey und Dominic Mysterio. Wie viele Jahre zieht sich eigentlich diese Fehde schon? Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir dieses Match dezent egal ist. Ich mag zwar beide Teams, aber keine Ahnung. Irgendwie habe ich nicht so viel Bock auf diese Konstellation. Um Gottes Willen, ich sehe hier Leute auf Twitter, die den SummerSlam nach eigener Aussage nur wegen Eva Marie einschalten. Ich muss ja sagen, Show ist bisher so lala. Den Opener mochte ich gerne. Das Priest-Chambers-Match war nicht schlecht, aber ich bin bisher eher müder geworden. Das ist kein gutes Zeichen. Und ich glaube nicht, dass das Match daran was ändern wird. Weil ich habe ja schon echt unaktiv geguckt, aber habe ich trotzdem das Gefühl, das hier schon 600 Mal gesehen zu haben. Auch das Match trägt bisher nicht dazu bei, irgendwie wieder wacher zu werden. Es war klar, dass es gekontert wird, weil er war viel zu weit weg, um da irgendwie ihn zu treffen. Diese Springboard-Aktion hier, aber nice trotzdem. Mit dem Superkick. Ja, tschüss Dominik. Danke, dass du mal wieder mitmischen wolltest. Boom, 6-4-9 geht immer. Dabei durchgehen wir denn nicht, weil ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Uso, aber der ist jetzt weg. Aber ich glaube nicht dran, dass das jetzt das Ende sein wird. Zumindest ist das Raiders gewinnt. Ja, gekontert. Okay, Dominic Mysterio ist halt auch irgendwie schlafen gegangen und die Usos behalten den Titel. Ich hoffe mal, die Fehde ist vorbei. Und ja, ich bleib dabei. Bisher war da kein Match, was dazu beigetragen hat, dass ich wieder wacher werde. Steht ein Nakamura-Match auf der Card? Kommt jetzt Nakamura gegen Apollo Crews? Stand das auf der Card? Also auf der Seite, wo ich bin, steht das nicht auf der Card. Hä? Es ist auf keiner Card. Warum kommt das jetzt? Oder verliert er jetzt den Titel an irgendeinen Kranken, der rauskommt? Also wenn jetzt Apollo Crews rauskommt und es ein Rematch gibt, bin ich pissed. Jetzt will ich irgendwie einen besonderen haben.
Ach so, er kommt einfach so raus. So einfach so. Okay, es findet wohl doch statt. Zwischen Banks und Belair. Oder ist dann, das bauen sie das extra so auf, dass dann doch niemand kommt und dann kommt Becky Lynch. Jetzt bin ich gespannt, wie sie das lösen, weil angeblich ist Banks nicht da. Aber Becky eben. Und was sollte das jetzt gerade mit Nakamura, hä? So, da, ja, dankeschön. Die Zeit hätte ich auch eher ins Bett gehen können. Okay, der Champion kommt auch zuerst, so, das zeigt schon ein bisschen, dass da Banks wohl nicht kommt. Ich bin jetzt gespannt, ob da jetzt wirklich Sascha Banks rauskommt. Oder nicht, weil das ist ganz bizarr, was hier gerade geschieht. Nee, niemals. Becky Lynch. Becky Lynch wird da zwischengrätschen. Und wenn Becky Lynch wirklich kommt, gewinnt sie auch den Titel. Anders geht's nicht. So, komm, die Ringglocke, bevor die Ringglocke geleuchtet, kommt Becky Lynch raus. Fällt Carmella ab und dann gibt's das Match. Come on. Bianca will was sagen. Ja, jetzt, das wird nicht Carmella sein. Jawohl! Ich dachte ganz kurz, ich ziehe das jetzt wirklich durch. Das wäre der WWE zuzutrauen. Let's fucking go! Geht doch, ey! Jo, wie lange ist das jetzt her? Bianca Belair macht auch erstmal eine Runde aus. Ja, Carmella, jetzt bist du überflüssig in diesem Ring. Hat einen lauten Pop bekommen, aber muss er auf jeden Fall sagen. Das war ziemlich nice. Kein CM Punk Pop, aber laut. Sehr schön. Weg mit dir, Carmella. Es ging ein bisschen zu einfach, aber mir egal. Jetzt zieht es doch nicht bis ins Unendliche. So, dann muss jetzt Becky Lynch das Match eigentlich gewinnen. Sonst wird das ganz weird. Bin mal gespannt, wie geplant das Ganze war. Oh, let's go, ey. Becky Lynch steht ein bisschen heelig unterwegs. Ja, also ja, Becky Lynch hat gewonnen, cool, aber ein Match hätte ich schon gern gehabt. Okay, damit ist auf jeden Fall Heal Becky zurück, kann man sagen, das ist eine gute Sache. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt davon gerade halten soll. Irgendwie wurde das Momentum von dem Moment gerade so wieder ein bisschen genommen, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt allein bin. Okay, wird das dann eine Triple Threat Fehde mit ihr, also mit den beiden und Sasha Banks noch drin? Die Frage ist halt, was ist mit Sasha Banks? So. Ist es was Längeres? Wird ja noch rauskommen, ganz bestimmt. Also die 98 Minuten, die Show bisher geht, ich weiß nicht. Hätte man sich auch bisher sparen können, durchaus. Und ich meine, wahrscheinlich wird jetzt so das nächste Save so Drew McIntyre gegen Shinamal. Oh, warte mal. Crown Jewel? Bitte nicht. Junge, versucht die WWE gerade ihre Saudi-Arabien-Events als toll hinzustellen. Es ist echt mal an der Zeit, mit AEW anzufangen. Danke, Punk. Zeigt mir eine Person auf dieser Erde, die sich auf fucking Crown Jewel freut. Okay, jetzt kommen Olympia-Goldmedaillen-Sieger scheinbar. Ich meine, ja, herzlichen Glückwunsch für die Goldmedaille und so, aber ich, ja, könnte ohne dieses Segment 5 Minuten eher ins Bett. Ich war gerade pissen. Ich sehe jetzt, wir machen mit Drew McIntyre gegen Jinder Mahal weiter und ich will direkt wieder pissen gehen. Mein Leute, hier kämpfen gerade zwei ehemalige WWE-Champs gegeneinander. Ist das nicht episch? Was für eine Geschichte. Von 3MB zum WWE-Champ und jetzt clashen sie hier beim SummerSlam aufeinander, diese beiden Giganten. Ich hoffe, das Ding geht nicht viel länger als Lynch gegen Belair. Damit wir uns dann den spaßigen Matches widmen können. Beziehungsweise damit meine ich Rollins gegen Edge und Cena gegen Reigns. Von den beiden Matches erwarte ich mir etwas. Von Lashley gegen Goldberg erwarte ich mir einen Scheißdreck. Das Beste an der Show, mal abgesehen davon, dass Becky Lynch zurückgekommen ist, mal abgesehen davon, weil das haben sie direkt gekillt, das Beste an der Show bisher war ein nichtssagender 2K22 Trailer. Wow. Das ist die Antwort auf CM Punks Comeback bei AEW? Ich weiß ja nicht. Der einzige Weg, wie ich dieses Match hier feiern kann, ist, wenn Heath Slater returnt und wir eine 3MB-Reunion hier haben. Dann ist der Abend für mich gerettet. Junge, wie leer ist das da eigentlich? Da sind ja so viele Plätze frei. Wo hatten die WWE ihre 50.000 hergenommen? Ich meine, okay, kennt man ja nicht anders, dass sie die Zahlen gerne nach oben korrigieren.
Aber Gottes Willen, ey. So, damit ist das Match jetzt auch vorbei. Ich hoffe, jetzt kommt Lashley gegen Goldberg, damit wir den... Ich will nicht Dreck sagen, weil das ist ja auch zu gemein so, aber das Uninteressante abgefrühstückt haben und dann als wenigstens mit Rollins gegen Edge und Cena gegen Reigns auch zwei hoffentlich richtig nice Matches freuen können. Ich habe gehört, das Big E-Match in der Kickoff-Show soll nicht schlecht gewesen sein. Die habe ich nicht geguckt. Ja, Match of the Night wahrscheinlich dann bisher verpasst. Ah ja, Nikki Cross gegen Charlotte Flair gegen Rhea Ripley haben wir noch. Okay, das habe ich komplett gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, mein Kopf ist durch, man merkt das. Dann immerhin noch ein Match, was immerhin Potenzial hat. Auch wenn ich jetzt Nikki hier nicht so sehr feier. Ich meine, die Bildung des Gimmicks habe ich auch komplett verpasst. Aber wirklich over ist sie ja auch nicht. Er gibt dem Match 20 Minuten und ein ständiges Finish. Und hier ist keine Chance dabei, dass das hier in irgendeiner Form schlecht wird. Es waren halt wirklich gerade 2 Stunden, die man sich komplett hätte sparen können. Ich hätte 2 Stunden pennen können, jetzt aufstehen können. Ich hätte nichts verpasst. Und es tut mir leid, was ich hier gerade für Negativität wahrscheinlich ausstrahle, aber ich bin echt erstaunt, dass das hier bisher die Antwort der WWE auf CM Punk ist. Nee, so, ich sehe hier keine Möglichkeit, wie das Match jetzt hier verdorben wird. Ich finde den Anfang von diesem Match hier absolut nicht schlecht, aber irgendwie bin ich gerade immer noch in der Mut, einfach nur ohne irgendeine Reaktion zu zeigen, auf einen Bildschirm zu starren. So, jetzt wird Zeit für den Moonsault. Das ist doch immer wieder eine schöne Aktion, gerade weil sie ihn immer gut ausführt. Let's go! Schön gekontert. Ja, der eine Typ, der da ohne Maske ist, so in der zweiten Reihe die ganze Zeit, der ist so, jedes Mal, wenn man ihn sieht, ist er so am Gähnen. Ich meine, ich kann es ihm nicht übel nehmen. Junge, der hat einen richtigen Kizaru-Blick, ey. So. Oh. Ben Beckman. Der Typ hat schon wieder gegähnt. Es ist der Hammer. Boah, das war nice. Ja, das Match ist bisher ganz gut. Ich bin auch vorsichtig. Vorsichtig optimistisch, kann man sagen. Oh, Nikki kommt von oben geflogen wie eine echte Superheldin hier. Joa, das Publikum ist auch noch so bedingt dabei. So, ja, komm, wir warten jetzt hier noch ein bisschen. So, komm, jetzt können wir mal... Nee, doch nicht. Oha, nice. Schöner DDT-Konter von Charlotte. Geil. Ich dachte, jetzt geht es so ganz, wie man es erwartet, so zum Suplex nach hinten. Aber nein, der Konter war sehr cool. Ja, ja, das Match, das macht sich. Ich werde langsam wacher. Junge, der Typ ist so ein Kizaru im Hintergrund. Das ist der Hammer. Die ganze Zeit so. So, Charlotte, mach was Cooles. Komm, Corkscrew Moonsault nach draußen, wenn beide da stehen. Das wäre doch was. So, komm, Corkscrew Moonsault, go for it, come on. Den kann man immer bringen. Jawoll! Boah, ich glaube, Nikki Cross ist da gerade ganz schön gegen die Barrikade geschmissen worden. Junge, der Typ guckt immer, der guckt nicht mal dahin, wo die Action ist. Der guckt so geradeaus, komplett emotionslos so. Junge, das ist Real Life Kizaru. Lass mir da nichts anderes einreden. Rhea Ripley, kommst du nochmal? Ja, sie ist da schon irgendwie. Sie kriegt da schon irgendwie am Rand rum. Oh. Oder auch nicht. Ja, aber war bisher das beste Match der Main Show. Kickoff Show habe ich ja nicht gesehen mit dem Big E Match, was ja scheinbar ganz ansprechend war. Finish fand ich. Hätte nicer sein können. Aber war in Ordnung so. Man kann sich natürlich fragen, ja, Money in the Bank Koffer mal wieder sehr gut verwendet. Aber okay. Wie gesagt, das Finish ist die einzige Sache, die ich jetzt nicht so komplett geil fand. Und die Tatsache, dass man jetzt den Koffer halt ziemlich weggeschmissen hat. Aber ey, nach dem, was wir hier davor geboten haben, bin ich froh über das, was wir hier gerade bekommen haben. Okay, es kommt erst Rollins gegen Edge. Ich hab Bock drauf, weil das war halt schon ein krasser Moment 2014. So, das war halt, da war ich so übel drin im Wrestling. So, das war so meine Hochphase, wo ich es am meisten gefeiert habe. Und dann dieser Moment, wo Rollins quasi droht, Edge das Genick so mit dem Curbstomp komplett zu brechen, so. Hat schon sehr gut funktioniert bei mir damals, so. So, Freunde, mein Halbmatch des Abends, let's fucking go. Alter. Was geht denn hier ab? Junge, 11 von 10 Entrance, jetzt schon. Warte mal kurz. Kommt auch noch seine normale Musik? Oder ist das eine ganz alte Musik von ihm?
Weil ich kenne nur die Musik, die er halt vor seinem aktuellen Theme hatte. Was davor war, habe ich keine Ahnung. Falls das eine Anspielung war, die ich nicht verstanden habe. Manchmal denke ich mir echt, wie geil war die Zeit, als man noch Titantrons hatte. Mit schönen Einzugsvideos. Und die ganze LED, der ganze LED-Kram so drumherum. So Einzugsvideos wünsche ich mir wirklich wieder. So, der Nacken ist quasi unter Dauerattacke von Rollins. Da ist man konsequent. Aber komplett abgeholt wurde ich bisher noch nicht. Aber es ist noch am Anfang. Frog Splash erstmal. Aber ich muss dazu auch noch sagen, ich bin wirklich gut müde. Deswegen kann sein, dass ich auch deswegen vielleicht nicht so ganz reinkomme in das Event. So, ist ja schön, dass es Samstag ist, aber um 2 Uhr einen 4-Stunden-Pay-Per-View zu beginnen, ist auch echt gottlos. Ich meine, klar ist bei denen nicht, aber für uns europäische Fans. Nice. So, ohne Reverse Cut, jetzt wird der Nacken von Rollins attackiert. Oh, 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 Rollins ist wieder gut bei der Sache. Und Superplex, schön, beziehungsweise Falcon Arrow. Boom. Okay, der Edge-Entrance war scheinbar aus einer Gruppe, die er mit Christian und einem anderen Dude hatte. Ja, die Brute oder so. Okay, ja. Vor meiner Zeit, Leute, vor meiner Zeit. Ich bin erst Jahrgang 99. Und das war 98. Ich finde gut, wie der auf dem Stump gerade hingearbeitet wird. So, jetzt will er hier den Stump machen auf dem Apron. Boah, knapp. So, was macht Edge jetzt? Yo! Spear! Let's fucking go! Das habe ich gerade gar nicht kommen sehen, dass er so ein Risiko eingeht. Wobei, ich habe keine Ahnung, wie risikoreich solche Aktionen bei ihm mit dem Nacken sind, ob das mehr ist als bei anderen. Aber trotzdem, nice, Alter. In den Pedigree! Spear in den Pedigree, das hatte man doch, glaube ich, auch mal beim Reigns Triple H Match? Bei WrestleMania? Irgendwo habe ich diesen Konter schon gesehen. Was kommt jetzt? Boom! Spear! Let's go! Reicht das schon? Nee, natürlich nicht. Das wäre auch antiklimatisch. Nee. Boah, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Er tappt! Er tappt! Das Match ist vorbei und Edge gewinnt. Sehr cool. Ich fand das Match gut. Das Match hat mich auch wieder ein bisschen wacher gemacht, durchaus. Was keine schlechte Sache ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch so 5 Minuten irgendwie am Ende so ein bisschen gefehlt haben. Aber sonst bin ich zufrieden. Gutes Match von beiden. Ja, mein Match of the Night bisher. So, ich gehe mir Sandpatches machen und wenn ich wiederkomme, ist hoffentlich Lashley gegen Goldberg schon vorbei, dass ich mich darüber nicht aufregen muss. Und egal. Digga, ich komme hier gerade wieder vom Sandpatch machen und was passiert denn hier? Reicht es nicht, dass es schon 5 Uhr ist? Was passiert hier? Warum braucht man das jetzt in dieser Show? Wer dachte sich, jetzt ist die Zeit, dass Xavier Woods, John Morrison und The Miz mit Wasser nass spritzt? Ich bin jetzt mal ganz gewagt unterwegs und sage, dass das Match sogar ganze 3 Minuten dauern wird. Ich weiß, ich gehe jetzt hier riesiges Risiko ein. Als mir ehrlich wie tot war die Crowd gerade während des Entrances von Goldberg. Die sind ja mit jeder Sekunde, dieser Einzug länger gedauert hat, mehr gestorben. Bobby Lashley wird angefeuert, jawohl. So, jetzt soll der Spear kommen. Ah, Leute, ihr merkt, ich hab Bock drauf. Absolut. Und MVP zieht ihn. Das sind länger als 3 Minuten schon, das muss man ja mal sagen. Ich will trotzdem Cena gegen Reigns jetzt sehen. Und beide kriegen Spear. Ne, nur er. Okay. So, ein Spear und das ist vorbei. Ich sehe schon kommen. Nach den ganzen, der ganzen Bearbeitung, die Goldberg hier abbekommt. Das Match ist jetzt deswegen vorbei. My expectations were low, but holy fuck. Ich wollte ja schon sagen, so, wow, okay, Match geht länger als man dachte. Sie haben sich irgendwie so eine Art Match-Story ausgedacht, statt einfach nur Spear und Ende. Und jetzt geht's so zu Ende. Gibt doch, am besten hätte es gefunden, wenn Lashley das Ding halt clean gewinnt. Wird Goldberg jetzt von jemandem gerettet, oder was passiert hier jetzt? Jetzt kommt sein Sohn rein oder so. Oh, lol! Da ist er ja! Das Publikum feiert es. Das sieht mir jetzt hier so aus, als wenn man die Fehde streckt. Vorfreude existiert nicht. Lass doch bitte einfach Lashley das Match clean gewinnen und gut ist. Das wäre für alle am besten gewesen.
Macht's wenigstens bei Crown Jewel, da juckt's niemanden. Das tut's auch so nicht, aber da muss man es immerhin nicht mitbekommen. Nice Shirt, muss man ja mal sagen. Ich glaube, ich bin Fanboy genug, um zu hoffen, dass Cena gewinnt, aber Reigns ja natürlich insgesamt gesehen besser, weil Cena, ich habe keine Ahnung, wie lange Cena jetzt noch bleibt. Ich würde es mal tippen, nicht allzu lang. Da macht ein Reigns-Sieg 20 Mal mehr Sinn. Aber ich würde es feiern. Wollte ich nur mal anmerken. Ach, moin Brock Lesnar, geil. Hey, der war doch gestern noch bei AEW, Alter. Entspannt von Chicago nach Vegas. Sind ja nur ein paar hundert Kilometer. Oder ein paar tausend eher. Och Junge, lass doch die Entrance, das liegt endlich los, Leute. Es ist 5.38 Uhr. Ich will langsam echt ins Bett. Junge, der Tweet vom Anfang des Entrances von der WWE kam vor 5 Minuten. Und er ist jetzt erst am Ring angekommen. So, die Crowd ist auf jeden Fall drin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe noch Schwierigkeiten, muss ich sagen. Wegen der ganzen Show davor. Außer Rollins gegen Edge. Und den Women's Triple Threat. Was auch lange her, als John Cena im Wrestling so eine stylische Frisur hatte, würde ich mal sagen. Okay, im Grunde kassiert Cena die ganze Zeit. Liegt am Boden. Und rollt dann mal ab und zu mal Reigns bisher kurz ein. Aber Cena meinte ja auch, er wird wahrscheinlich sehr oft hinfallen, aber Hauptsache, er wird immer wieder aufstehen und am Ende gewinnen, so. Also, bis dahin passt das, aber bisher ist es mir noch ein Stück zu langsam, das Match. Aber kommt bestimmt noch. So, come on. Ich wollte gerade sagen, 5 Moves of Doom, aber nee. Reigns sagt nein. Nix da. So, jetzt kann John Cena mal vielleicht loslegen oder auch nicht. Cena ist in dem Match der Gegenteil. Katakuri, so wie der auf dem Rücken liegt. So, 5 Moves of Doom, let's go. Zeit für den 5 Knuckle Shuffle. Oder auch nicht. Guter Konter von Roman, muss man aber sagen. Und er geht sogar durch die AL. Ich dachte kurz, an dem Abend hier heute ist alles möglich, was Kacke angeht. Aber gut, dass das nicht reicht direkt. So früher oder später, finde ich, muss er den Titel eh gewinnen, den 17., weil er hat sich verdient. Die Frage ist, ob das jetzt gerade so gut ist. Weil Reigns macht sich ganz gut mit dem Titel da. Digga, die werden überziehen. Das Drecks-Event wird über 4 Stunden gehen. Oh, schön gekontert. Und durch das Kommentatorenpult. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kommt der Spear als Konter, wenn er reingeht, oder? Nee. Ich red Bullshit. Das wird eh nicht durchgehen. Ich glaube, ein Spear wird reichen, um Cena zu besiegen. Nee, der geht nicht durch. Superman Punch. Superman Punch. Oh, er will den Super AA machen. Ja, schaut sehr so aus. Boom! Let's go! Und er kickt aus. So, damit ist klar, dass Reigns das Ding gewinnt. Ich meine, war es ja so oder so. Weil dann wäre er finito. Ist eine Stipulation davon. Und ich frage mich, wieso macht man so eine dumme Regel rein? Dass wenn Reigns verliert, er die WWE verlassen muss. Ich meine, klar, ist ja nur Storyline. Aber trotzdem, damit ist auch klar, dass es nicht passieren wird. So klarer als vorher. Und so die Nummer 17 von Cena, die wird halt besser aufgebaut sein, wenn er sie holt. Und Spear. Wie ich gesagt habe, ein Spear wird reichen. Reigns gewinnt, das ist natürlich die klügste Wahl. Wenn Cena schon den 17. Titel holt, dann muss das besser oder darauf hinauslaufend gut aufgebaut sein. Deswegen, ja, bin ich zufrieden mit dem Match-Ausgang. Das Match insgesamt mochte ich. Hatte mit dem Super AA, so nenne ich es mal, ich glaube, so heißt es ja sogar offiziell, ich bin mir gerade nicht sicher, einen sehr, sehr coolen Moment, dass er dann ausgekickt ist. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Brock Lesnar mit Bart. Junge, wie sieht der aus, Digga? Wie sieht der aus? Junge, Hilfe. Junge, Brock Lesnar gegen Paul Heyman oder was? Oder betrügt jetzt Paul Heyman Roman Reigns? Holy fuck. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Digga, wie sieht Lesnar aus? Wie sieht Lesnar aus? Junge, sieht der brutal aus. Holy shit. Scheiße, Digga. Ist der nochmal breiter geworden? Naja, Brock Lesnar, der dann vielleicht Champion wird zum 600. Mal, ist mir gerade scheißegal. Ich feier gerade irgendwie Brock Lesnars Auftreten. Geil. Habe ich nicht mit gerechnet. Gab es gerade Gerüchte, die ich nicht mitbekommen habe?
Junge Lesnar, Alter, wie sieht er aus? So, komm, gib mir den F5. Ich will den schönen F5. Junge Lesnar, einfach ganz anderer Mensch mit Bart und Zopf. Paul Heyman so komplett überfordert. Darauf habe ich Bock, muss ich sagen. Darauf habe ich Bock. Kann man machen. Immerhin, das Ende war dann nochmal geil. Jo, Freunde. Das war's dann mit dem SummerSlam 2021. Insgesamt ein Event, was in meinen Augen recht unterdurchschnittlich war. Lichtblicke waren das Women's Triple Threat Match, Edge gegen Rollins und der Main Event, auch finde ich, wenn der Main Event dann durchaus auch hinter den Erwartungen ein bisschen, ganz bisschen zurückblieb. Deswegen der Pay-Per-View insgesamt für mich so eine 5 von 10, sagen wir es mal so. Auch weil ich jetzt echt müde bin und ins Bett will. Und ich freue mich schon drauf, dann ein paar Stunden wieder HSV vom SV Darmstadt 98 und Klaus Stadula aus dem Stadion geschossen wird, aber das sind noch 7 Stunden, bis es soweit ist, 7,5. Und das Ende mit Lesnar war geil. Immerhin, das Ende war geil. Das kann man machen. Und ja, den Becky Lynch Return schon wieder komplett vergessen. Hat man gegen die Wand gefahren mit diesem Squash dann. Das ist meine Meinung zum SummerSlam gewesen. Schreibt gerne eure in die Kommentare. Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr es feiern würdet, wenn eine Reaction zum ersten CM Punk Match bei AEW kommt. Denn das überlege ich wirklich, wenn ihr sagt, nee, kein Bock, so, dann schreibt's gerne rein. Und wenn ihr sagt, ja doch, wäre doch ganz nice so eine Reaction, schreibt's auch rein, mal gucken. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei irgendeinem meiner nächsten Videos, wo ihr einschaltet. Und bis dahin sage ich ciao und habt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Ciao.